Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Guild Wars 2. Da hinten schreit schon wieder der Behemoth. Ich habe gerade schon überlegt, ob wir da nochmal hingehen, aber ich glaube, dann explodiert mein Bildschirm wahrscheinlich wirklich. Also, wir werden es lassen. Wir werden jetzt mal hier so rum, da so lang. Och, guck mal, weg ist der Behemoth. Na, sowas. Ja, erstmal noch da, würde ich sagen, zu der Sehenswürdigkeit. Die Quietschboys sind auch wieder am Start. Ich gehe nicht mehr ohne meine Jungs. Dann, wo ist das? Ach, das ist hier schon gleich hier. Das Ding hier. Da steht ja sogar einer. Tempel der Zeitalter. Ach so, du bist ein gequälter Geist. Ach, naja. Dann bleib du mal gequält. So, oh Gott, wir müssen wieder tauchen. Da sind wir daran. Jetzt siehst du doch schon. Na gut, lasst mal schauen. Ja, na klar. Klar, da bei dem Veteran. Da komme ich doch nicht dran vorbei. Weiß ich doch jetzt schon. Na komm her. Komm her, mein Freund. Ja? Dann machen wir dich eben um. Oder auch nicht. Wo bist du denn? Hä? Ich raff's wieder gar nicht hier. Ich raff's ja wieder überhaupt nicht. Mit der Entfernung unter Wasser. Aber es sieht ganz gut aus. Ich habe überhaupt noch keinen Schaden genommen. Und sie dreht sich und dreht sich und dreht sich und hört gar nicht mehr auf, sich zu drehen. Mann, Mann, Mann. So, machen wir das hier mal. Und wir haben etwas freigeschaltet. Das ist ja wunderbar. Dann können wir da runter. Und ich kann das in dieser Form gar nicht machen. Egal, dann mache ich es in der Form. So, supi. Haben wir schon wieder einen Fertigkeitspunkt. Das war ja mal richtig einfach. Das war viel zu einfach. Wo wollte ich jetzt hin? Ach so, ich wollte eigentlich, dachte ich mal, da so runter. Sumpfhafen, ne? Oder vielleicht doch lieber erstmal da hoch. Ich glaube, erstmal da hoch und die Wegmarke holen. Dann haben wir die wenigstens schon mal in der Tasche. Komme ich denn mir hier irgendwo durch? Ohne, dass mich hier alles anfällt. Hier ist doch der Weg. Das ist doch wunderbar. Dann nehmen wir den doch auch. Das sieht auf der Karte immer alles so wahnsinnig weit weg aus, finde ich. Aber wenn man dann hinläuft, dann ist es gar nicht mehr so weit. Hier liegt doch irgendeine Wächterin. Können wir die mal aufkratzen gerade? Ja, können wir. Machen wir das. La 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 la. Und du auch noch. Doch Historiker, ne? Sollst ja auch nicht leben wie ein Hund. Ja, und sie stürzt sich aber auch gleich wieder auf den Skelb. Ach ja, dann, weißt du, dann mach und lass dich einfach wieder umbringen. Kann ich dir auch nicht mehr helfen. Habe ich jetzt hier oben in der Ecke alles? Jo, dann können wir jetzt da runter, ne? Nach Sumpfhafen. Die Truhe da bei dem Behemoth, die steht da noch. Der wird mir hier noch angezeigt, aber ich kann die nicht looten, oder? Okay, dann nicht. War ja nur eine Frage. Es war ja nur eine Frage. So, wie weit ist denn jetzt hier noch? Warum ist denn der Leuchtkäfer hier so halb kaputt? Weiß auch keiner, ne? Ah, da sind die Tore von Sumpfhafen. Das ist ja toll. Was ist denn das da für ein Loch? Was ist denn das hier? Geht's da in die nächste Gegend? Gleich mal, genau. Super. Kessex-Hügel. Mhm. Schön. Da habe ich schon mal geguckt. Da gefällt es mir aber nicht. Obwohl, wisst ihr was, wenn wir gerade hier sind, holen wir mal den, holen wir mal den Speer. Der kann uns ja schon mal was erzählen.
Die Löwengarde bemüht sich, die Handelswege von und nach Löwenstein zu beschützen. Aber es sind schwere Zeiten und wir sind nur wenige. Überall in der Wildnis bei der Schwarzbreistadt sprießen Banditensiedlungen aus dem Boden und ich fürchte, die Lage wird noch schlimmer werden, wenn nicht bald jemand was unternimmt. Ja, wir unternehmen dann was, aber nicht jetzt. Machen wir wann anders. Habe ich denn jetzt diese Wegmarke hier gerade bekommen? Ja, ne? Geh lieber nochmal hin. Huch, jetzt habe ich mich dahin gerollt. Okay, war nett bei euch. Dankeschön. Wir machen jetzt erstmal hier in Königinnental weiter. Bevor wir uns hier irgendwelchen anderen Gegenden widmen, möchte ich erst nochmal ein bisschen aufrüsten vorher. Muss ich jetzt hier meine Jungs wieder aktivieren oder kriege ich die jetzt... ne, die muss ich jetzt wieder aktivieren. Okay. Na dann kommt mal raus, Jungs. Und dann lasst mich mal gucken. Dann müssten wir jetzt... Ja, hier in die Richtung, ne? So allmählich mal darüber vielleicht, da lang. Da so hoch, um die Dumm. Ach Gott, ich weiß auch noch nicht. Oh Gott, das Gebiet ist noch riesig. Riesig. Gott, fangen wir denn mal da an hier. Wir gehen mal nach hier. Im Sumpf ist alles ruhig. Okay, das ist ja schön. Und dann huschen wir mal hier hoch. Ich versuche ein bisschen systematisch jetzt diese Karte hier fertig zu machen. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Aber ich versuche es wenigstens. Was machst du denn da mit dem Moor? Weißt du auch nicht so genau, ne? Die Orlafhänge entdeckt. Das ist ja toll. So, und jetzt erstmal gucken. Das war's, das ist schön. Und dann gehen wir erstmal vielleicht... Ach, ich weiß auch noch nicht. Ja, wir gehen mal da rein. Und gehen erstmal zu dem Speer. Boah, hier liegen überall tote Tiere. Hier ist doch auch ein Veteran, ne? Ja, na klar. Na klar, wusste ich's doch. Können wir hier an euch vorbei? Ey, der hat nur ein Auge. Der ist ja hässlich. Gott, ist der hässlich. Lässt er mich durch? Krabbel schön weiter. Nein, er krabbelt nicht weiter. Ach, ist ja blöd gelaufen. Und ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich hoffe jetzt nur... Oh, jetzt kommt da hinten, seht ihr da, da kommt einer. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, der bleibt da stehen. Lass mich mal schön in Ruhe. Lass mich mal schön in Ruhe. Oh, guck mal, ich sehe sogar mal meinen Kopf hier in dem Nebel. Ist ja unfassbar. Wo ist? Ah, jetzt ist da. Was willst du denn jetzt hier? Irgendwas mal sehen könnt ihr hier. Naja. Ich habe sie umgemacht. Das ist die Hauptsache. Komm her. Dann nehmen wir dich auch noch mit. War ja jetzt einfach. Bin ein ganz schöner Großkotz geworden, ne? Was das Spiel hier angeht. Am Anfang lief es überhaupt nicht. Und jetzt habe ich es ganz gut unter Kontrolle. Was hast du? Helft den Bauern von Betelthun. Helft den Bauern von Betelthun, indem ihr ihre Freunde befreit, Zentauren tötet und die Lager schikaniert. Die Lager von den Zentauren. Mhm. Gut, aber erstmal hier zum Speer. Termin vor Gebirge entdeckt. Oh, Delilah. Die Menschen sind nicht die einzigen, die unter den Zentauren leiden. Im Süden lebt ein freundlicher Ettin-Stamm unter Häuptling Krug. Das wären starke Verbündete, wenn man sie zur Zusammenarbeit überreden könnte. Okay, die Ettins. Und da ist doch irgendwo, ein Baum. Den können wir doch gerade mal bitte mitnehmen. Ja, und dann gehen wir da runter zu den Ettins am besten, ne? Was ist mit dem Baummädchen? Jetzt mach den um. Mach ihn um. Oh Gott, der hat Zimtstangen. Das ist ein Zimtbaum. Ein Zimtbäumchen. Was willst du? Du hässliche kleine Spinne, du. Geh weg.
So. Helft Krug, indem ihr die Ettin vereinigt und die Zentauren bekämpft. Ja, machen wir. Im Ettin vereinigen bin ich total gut. So, du siehst so aus, als ob wir dich vereinigen könnten. Warum nerven mich? Sprechen oder ich euch matschen zu Mus. Hört, hört, ihr seid ja ein echter Krieger. Ihr solltet einiges von dieser Kampfkraft auf die Zentauren anwenden. Ja, ich schmier dir mal schön Honig ums Maul, ne? Kampfkraft lieber verwenden gegen euch. Na super, ey, du bist ja der Beste. Für nicht. Warum liege ich im Dreck? Was ist hier los? Ach Mädchen, du wirst ja jetzt hier mit dem Ettin hier. Das wird ja jetzt nicht ein Problem werden, oder? Also. Hier, du siehst doch so aus, als wärst du nett und ein freundlicher Geselle. Eure Hände sehen so aus, als ließen sich damit vortrefflich Zentauren zermatschen. Ihr solltet mal mit Krug darüber reden. Ja, erstaunen wird. Jawohl, erstaunen wird, dann renn mal los. Und was mit dir hier? Kann ich dich auch irgendwie überzeugen? Dieser Tag, guter Tag, schön und warm. Ich dachte, ihr würdet gerne wissen, dass Krug nach großen, harten Ettins sucht, die ihm im Kampf gegen die Zentauren beistehen. Viel Glück. Ich sag ja, ich bin total überzeugend. Du? Was mit dir? Ihr riechen wie Kaninchen. Das ist mein Lieblingsgeruch. Krug meint, ihr wäre zu schwach, um gegen Zentauren zu kämpfen. Ihr solltet ihm das Gegenteil beweisen. Was steht denn hier noch? Ich glaube, dass ihr die Zentauren besiegen könnt, wenn ihr zusammenarbeitet. Ach, ich wollte euch bitten, Jagd auf die Zentauren zu machen, aber ihr seht wie ein Schwächling aus. Und dann haut er mir gleich einen aufs Maul. Nee, ich versuch's lieber mit Charisma. Werden beeindruckt sein. Jawohl. Was machst du hier? Spielst du mit der Spinne? Komm, ich helfe dir mal. Und dann werde ich dich gleich ganz, ganz böse davon überzeugen, dass du... Ach so, nee, du nicht? Ach so, die rennen schon. Ach, das war schon einer von denen, die ich schon überzeugt hatte. Mit meinem wahnsinnigen, meinem unglaublichen Spell. Ich helfe hier gerade mal mit, ne? Habt ihr nichts dagegen? Ja, fall um. Wir brauchen noch ein paar Ettins. Da oben. Ihr seht doch kampfeswillig aus. Oh, halt, halt, halt. Wartet mal. Bevor sich der jetzt auf mich stürzt, werde ich mir erstmal gerade das Bäumchen hier holen. So. Du, dich habe ich auserwählt. Grrr, was wollen? Ich will, dass du stehen bleibst. Ich rede nämlich mit dir. Krug benötigt Hilfe beim Kampf gegen die Zentauren und ihr seht nach einem guten Kämpfer aus. Ne. Er sieht er nicht, nur gegen mich. Pauchi. Pauchi, Pauchi. Der haut meinen Knochenteufel. Ja, glaubt man's denn. Dafür gibt's aber jetzt hier einen Arsch voll. Erfrischend. Erfrischend. Ich mach's so. So, komm, aber du willst helfen. Ich weiß es genau. Hallo, kleines Matschkäfer. Wollen reden mit mir? Krug benötigt Hilfe beim Kampf gegen die Zentauren. Und ihr seht nach einem guten Kämpfer aus. Nein, das hatte ich doch schon. Alter, war ich aber gerade noch Kurve gekriegt hier. Diese Waldspinnen hier, zählten die eigentlich auch? Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es mal testen. Hier, mach mal um. Und ich gucke da oben mal auf die Leiste. Nein. Okay, also keine Waldspinnen. Jetzt machen die mir hier die ganzen Ettins weg. Ich brauche auch noch ein paar. Da ist einer. Da ist einer. Da steht noch ein Speer. Wartet mal. Hast du dich verlaufen? Hast du dich verlaufen? Kommst du hierher? Das ist ja hier äußerste Kante, sag mal. Warte, genug, Leute. Waren wir schon bei dir? Hä? Kapier ich nicht. Kapier ich nicht. Kapier ich gerade nicht. War ich bei dem?
Ja. Anscheinend. So, Ettin. Was ihr gucken? Ach, bleibt doch mal hier. Wenn all die Zentauren verschwunden sind, werdet ihr Ettins wieder über die Lande herrschen. Helft Krug, sie zu vertreiben. Ich versuch mal das. War ja so klar. War ja so klar, dass das nicht funktioniert. Autschi! Ey, Mann! War ja so klar, dass das nicht funktioniert. Ich bleib doch lieber beim Charisma. Ah, ja, was hast du davon? Hättest du einfach gleich so gehen können, ne? Du. Was wir wollen von Ettins? Ich wette, ihr könntet das alleine mit einer ganzen Herde Zentauren aufnehmen. Ach. Blöd, Mann. So. Und jetzt hier auf ihn mit Gebrüll. Merkt ihr eigentlich, wie entspannt ich heute bin? Das kann mich hier alles gar nicht aufregen oder zur Verzweiflung treiben. Ich werde mich heute nicht verwirren lassen. Von gar nichts. Jawohl. So habe ich das geplant. Ich habe einen Kiesel gefunden. Was macht man mit einem Kiesel? So, warum nerven mich? Sprechen oder ich mache euch Matschmus? Hm? Hier. Echter Krieger? Verdammt. Ist ja blöd. Ist ja blöd, ist gar kein echter Krieger. Sonst hätte er sich jetzt nicht auf mich gestürzt. Hätte er sich da angeschlossen, und zwar ohne zu meckern. Motz nicht rum hier. Gib dich doch einfach geschlagen. So. Nein, nein, nein. Ich werde heute ganz entspannt hier spielen und mich auch von diesen Ettins nicht in den Wahnsinn treiben lassen. Jawohl. Hab ich ja gesagt. Dann gehen wir jetzt mal da bei dem Herzchen gucken. Aber vorher werden wir es annehmen. Schnie. Du mit dem hässlichen Gesicht. Genau du. Ah, was hast du denn alles so? Lass mich doch mal gucken. Ja, ja, bla bla. Oh, ein Ettin-Nasenring. Dinge, die Welt nicht braucht. Ein Knochen. Was macht man denn hier mit einem Knochen? Zum Benutzen doppelklicken? Ja, und was soll ich mit dem Knochen dann machen? Ach nee, lassen wir mal. Oh, Ettin-Eintopf. Nom, 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 nom. Und ein Wiederverwertungskit, das wir nicht brauchen. Können wir mal Schrott verkaufen? Ja, können wir. So. Wo geht's als nächstes hin? Ich würde sagen, darüber und darüber und, oh nee, wir gehen als nächstes. Ach, da waren wir doch eben. Ich bin so blöd. Hab mir eben reingekonnt. Na gut, ihr Lieben, das machen wir beim nächsten Mal. Und bis dahin, wie immer, eure Trin.